Wir haben wieder Bock, auch die kleineren Bushcraft-Outdoor-Survival-YouTuber zu unterstützen. Gucken uns in letzter Zeit sehr, sehr gerne Videos von Blackout Survival an, weil der einfach mal die ganzen Oldschool-Sachen auch durchzieht. Ja. So, jetzt gehen wir rein in ein Video von Blackout Survival, nämlich Notfallkocher aus der Natur / Bushcraft-Kerze. Knackiges, kurzes Video, habe ich Bock drauf. Hat Andi, glaube ich, auch Bock drauf. Ja, na, logisch. Und wir gehen rein. Ich bin gespannt, ob er jetzt wieder vom letzten Mal so ein bisschen nochmal einen Schritt mehr, so von kameramäßig und so, weißt du? Vielleicht schreit er jetzt auch gleich Blackout einfach rein. Weiß man nicht. Mal gucken. Wir gehen rein. Ich sehe Birke. Mhm. Birken. Ich sehe Laub. Schöner Wald auch, ne? Mhm. Anni, wann ist es denn soweit? Wann holst du dir denn jetzt auch mal ein Easy 4 für die Sammlung? Wann passiert's? Wirklich. Mal sehen, wann es soweit ist, Freunde. Ja, wieder kurz davor, aber denke ich mir, ich habe so viele Messer, Alter, das ist eigentlich wirklich Quatsch. Und wir reden ja nicht nur von 40 Euro, das ist ja... Andi, man ist immer untermessert. Ja, wer war ich gerade, Chat? Wer war ich? Ich glaube, ich werde es mir nie holen. Ist bestimmt cool, aber also ich habe so viele mehr. Es wäre wirklich Quatsch. Wie viel kostet es? 140, 160? Ich habe keine Ahnung, Anni. Das Geld kann ich mir wirklich sparen. Da bin Anni, ich auch mal richtig. Kann man ja bei Firma machen. Da bin ich auch mal richtig vernünftig. Echt? Und kauft man davon geile Felgen. Nein, keine Ahnung. Die ist schon so richtig durchgemodert, die Birke. Ist aber geil. Kommt man gut ran. Das wird ein richtig geiles Stück eventuell. Oh, nice. Oh, guck dir das an, Andi. Er zerschneidet es. Nein, warum? Na gut, stimmt, es wäre so ein bisschen groß, das Ding. Klippt das. Mm. Ich bin gespannt, wo er hin will. So, da wäre jetzt der Kniff gewesen, zuerst den oberen Schnitt zu machen und dann den unteren. Dann hast du jetzt hier nicht den lockeren Stockscheiß, mit dem du arbeiten musst. Du meinst das? Mhm. Wo will er hin damit? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Oh Gott. Nein, nein. Fortzugehen. Nein! Ich halte dich fest. Diese Aufnahmen sind immer die allergeilsten, weil man genau weiß, irgendwann muss er wieder zurückkommen, um die Kamera zu holen. Ja. Oh Mann, ey. Wurzlig. Ja, in 5 Jahren wrestlet. Da ist er wieder auf ASMR unterwegs. Ja. Der Wald sieht so ein bisschen aus, wo das, wie haben wir es genannt? Waldcamp? Bushcraft Camp haben wir es, glaube ich, ganz stumpf genannt. Echt?
Das Stelzenhaus, sag ich mal. Ah, nee. Oder Waldcamp kann auch sein, ja. Waldcamp so sieht es da aus. Ja. Weißt du, wie viele Zecken da waren, Alter? Alter. Verrückt. Das ist, wirklich ein Fichtenacker, ne? Mhm. Aber wie geil gerade Fichten sind, ey. Guck dir das mal an. Was das für geniales Bauholz ist. Das ist ja wirklich schön, ist noch gerade krasser als Kiefer. Ja, 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 klar. Richtig geil gerade und die trockenen Dinger, da kannst du ganz leicht abmachen. Nicht so eine ekligen, vernasselten Äste dicken. Ja, das ist geil. Boah, ich hätte auch richtig gern gutes Kiefernholz fürs nächste Camp und fürs Blockhaus. Nicht Kiefern, Fichtenholz. Das würde ich sagen, ich dachte, du willst kein Kiefer. Naja, nee, Fichtenholz. Ja, ja, das wär so viel geiler als das, was wir da haben. Würde schon schmecken, ja. Gut, jetzt hat er auf jeden Fall Wurzeln. Und harzige Hände. Okay, er rollt den Aal da jetzt ein. Ich habe echt halt noch keinen Plan, wo er hin will. Er wird jetzt wahrscheinlich die Birkenrinde mit den Wurzeln fixieren, genau. Aber warum? Das Holzding da? Da kommt da eins wieder raus, oder was? Oder warum sind das zwei Einzelteile? Naja. Na, ihr werdet es ja gleich sehen. Also jetzt hat er einen Behälter gebaut. Ja, wo jetzt wahrscheinlich irgendwie Zundermaterial oder sowas drin kommt, keine Ahnung. Hm. Alter, gute Stelle. Jetzt wird der Aal mit Harz gefüllt. Wahrscheinlich zündet es dann einfach komplett an. Und macht wirklich eine Kerze, also einfach eine Kerze. Und dann brennt das Holz dann wahrscheinlich irgendwann. Oder füllt er das Ding jetzt komplett mit Harz auf, macht da einen Docht irgendwie rein und dann brennt das. Kann auch sein. Das weil das wird ja dann flüssig, bleibt dann da drinne und brennt dann vielleicht langsam runter. Ja. Huh, Alter, gut gesammelt. Ist das jetzt ein Umkippschutz? Vielleicht. Ich bin gespannt, wo er hin will. Ja, aber wo will er denn nur hin? Jetzt gibt's gleich Feuer. Feuer! Oh oh. Light My Fire Feuerstahl übrigens maximal überbewertet, finde ich. Gibt's bessere. Und billigere, ja. Ja. Tatsächlich, ja. Mhm. Okay, er zündet jetzt wirklich einfach nur an, oder was? Ah, da will er hin. Alter, wie das... Aha! Ich hätte gedacht, das geht schneller, dass die Birkenrinne jetzt quasi explodiert. Na, wahrscheinlich, weil es durch dieses flüssige Harz so ein bisschen durchgesapscht wird. Und wirklich nur von oben jetzt den Rand nur angefräst. Boah, ey, Blackout, da wär jetzt geil gewesen. Das Video ist jetzt fast vorbei. Okay. Das Ding mal runterbrennen zu lassen mit einer Zeitangabe. Ja, und vorher das Laub wegzumachen. Ja, das stimmt. Mhm. Das hat mich jetzt auch interessiert. Wie lange brennt die Scheiße? Ja. Vielleicht blendet das jetzt noch ein, man weiß es nicht. Okay, dass da so kleine Explosion stattfindet, ist schon lustig. Ey, das sieht ja crazy aus. Also. Na gut, okay. Schöne Sache, die man auf jeden Fall nachmachen kann. Ja, also schaut auf jeden Fall nochmal bei Blackout Survival vorbei, wenn ihr auf so kleinere Bushcraft-Projekte und so weiter steht. Macht der echt gut. Ja. Mich würde noch interessieren bei ihm, woran er das festmacht, ob er jetzt in einem Video spricht oder nicht. Manchmal macht das man, manchmal macht das nicht. Mhm. Ja, Mut zum Sprechen. Ja, aber vielleicht so wirklich minimalistisch, weil ich meine, in dem Video hat es jetzt nicht gebraucht, irgendwelche Erklärungen. Vielleicht, wo es gebraucht, weiß ich nicht, vielleicht machst du das da, wo man wirklich was erklären muss? Ich weiß es nicht. Ja, aber da hätte er ja sagen können, jetzt zum Ende noch, hier, so und so lang hat es gebrannt. Hätte er nicht mal zeigen müssen, hätte mir auch gesagt, oder ein Einblender, hätte mir auch schon gereicht, aber so ein bisschen. Na gut, ja. Weil so saß ich jetzt immer da, okay, jetzt holt er das, aber warum macht er das? Aber so holt er quasi auch,
die ganze Welt quasi ab. Das stimmt, weil er nicht Deutsch redet halt. Aber dann darf er es halt auch nicht Notfallkocher aus der Natur nennen. Es sei denn, er übersetzt es dann auch noch automatisch von YouTube. Ja. Also. Ja. Würde mich mal interessieren, Blackout, wo du damit hin willst. Du kommentierst ja vielleicht unter das Video auf dem Live-Kanal. Wäre cool.